Ich heiße Ilse Heberger und bin vielleicht seit bis 3 Jahren bei der Gruppe dabei. Ich habe 3 Gedichte ausgesucht, 3 kleinere Weihnachtsbäume. Aufgereiht stehen die Nordmänner frisch geschlagen mit erhobenen Kronen, ob groß, ob klein, die Stämme gehalten von Felgen alter Autoreifen. Aussortiert schlüpfen sie rasch in grobe Netze, die Äste aneinander gepresst, die Nadeln ineinander verhakt, so warten sie auf ihre Befreiung, wie jedes Jahr. Endlich im Weihnachtszimmer strecken sie sich, aufgerichtet, mit Kerzen bestückt, strahlend breiten sie ihren grünen Mantel aus über den kleinen Stall. Dienstbereit vom Fest bis um 3 König, danach abgeschmückt, abgelegt am Straßenrand, wie jedes Jahr. Nur ein zarter Silberfaden, der sich in einem Zweig verfing, webt sich hoffnungsvoll in unseren Alltag ein. Januar. Mein langer Mantel fegt den Schnee. Vorsichtig tappe ich übers verlassene Feld, trete in Eispfützen, deren Spiegel zerspringen wie milchiges Glas. Ich gehe und gehe querfeldein über festgefrorene Ackerschollen. Erinnerungen begleiten meinen unebenen Weg bis zur nächsten Biegung. Als der Wind mich verlässt, erhasche ich ein paar Sonnenstrahlen. Januar, Wechsel der Zeit. Die Gegenwart ist nun wie eine offene Truhe für neue Dinge. Aber mein alter Koffer bleibt im Haus. Dorthin kehre ich zurück. Meine kalten Hände suchen Wärme in den Manteltaschen. Das jetzige Gedicht, das habe ich vor 2 Tagen geschrieben. Besuch. Heute spät abends ist noch jemand im Haus, steht in der Tür, schweigend, beobachtend. Die stille Gestalt nimmt mich wohlwollend ins Visier. Ihre Wärme ist mir vertraut. Will sie verweilen? Eine Hand legt sich auf die Klinke, leise fällt die Tür ins Schloss. Nichts regt sich mehr im Dunkeln. Traumwachend möchte ich rufen, bleib! Aber meine Stimme ist mir fremd. Komm wieder, komm öfter, komm oft, tritt ein, dann sind wir zu zweien. Mein Ohr lauscht meinem Atem. Allein eine spürbare Kühle zieht durch mein Zimmer. Vergaß ich die Haustür zu schließen zur Nacht? Wow.